Herzlich willkommen im Froschtopf. Bäm, ihr Lieben, herzlich willkommen im Müggelforst. Ich habe mich mal zu so einem kleinen Spaziergang entschieden. Und ich finde, eigentlich verdeutlicht dieser Spaziergang durch einen Schneesturm oder dieser einsame Spaziergang vielmehr durch einen Schneesturm. Da ist nirgendwo jemand. Ich bin ganz allein. Der verdeutlicht eigentlich ziemlich gut, also diese Einsamkeit im Schneesturm verdeutlicht eigentlich recht gut, was Souveränität eigentlich heutzutage bedeutet. Die meiste Zeit ist man dann nämlich einfach nur ganz schön einsam und spaziert durch Eiseskälte und die Wimpern gefrieren. Das kommt wahrscheinlich davon, dass man sich so einsam fühlt und so viel weint. Ja, Spaß beiseite. Warum ich Souveränität für eine ziemlich einsame Geschichte gehalte, das werde ich euch später mal erzählen, wenn es mir drin ein bisschen wärmer ist. Das ist mir nämlich jetzt auch eigentlich nur so ganz spontan eingefallen und eigentlich wollte ich euch ja was ganz anderes erzählen. Nämlich, herzlich willkommen im Froschtopf. Im Froschtopf. Habt ihr schon mal Frösche gekocht? Wahrscheinlich die meisten von euch noch nicht. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann wisst ihr vielleicht auch gar nicht, dass man Frösche in kaltes Wasser tut, im Topf. Und dann dreht man allmählich die Hitze auf. Mehr und mehr und mehr und mehr. Bis der Frosch irgendwann merkt, so, warte mal, das ist ganz schön heiß. Das ist gar nicht mehr schön warm, angenehm, das ist heiß. Ich sterbe. Ja, dann ist auch schon zu spät und der Frosch kocht. Und später kannst du ihn dann essen. Genau dasselbe Prinzip, dieses Fröschekochen, das ist ein psychologisches Prinzip und ihr kennt das gut von der Deutschen Bahn. Mit der seid ihr ja wahrscheinlich alle schon mal irgendwie zu spät gefahren, wollte ich sagen. Nee, wollte ich nämlich nicht. Die kommen ja auch ganz gerne mal zu spät. Und die kochen dann auch regelmäßig Frösche. Was machen die? Die sagen nicht zu euch, der Zug verspätet sich um 2 Stunden. Tut uns leid. Sondern da kommt so eine Durchsage. Wir bitten um Entschuldigung, der Zug wird sich voraussichtlich um 5 Minuten verspäten. Dann wartest du so 5 Minuten und dann kommt die Ansage, der Zug wird sich voraussichtlich um 10 Minuten verspäten. Und dann 20, 30, 45, eine Stunde. Es wird halt immer schlimmer. Ja. Ganz genau so ist es halt im Moment mit diesem Lockdown. Der geht bis 15. Dezember. Ach nee, der geht bis 15. Dezember nur. Ach ja, der geht bis Weihnachten. Der geht bis zum 10. Januar, 15. Januar. Der geht für immer. Der hört gar nicht mehr auf. Das nennt man Frösche kochen. Und das hat die Bundesregierung sich auch nie anders gedacht. Also die Bundesregierung hat nie zu keinem Zeitpunkt gedacht, wir machen am 10. Dezember wieder auf. Nö. Die wussten von Anfang an, dass sie das weiter durchziehen. So. Aber das ist halt ein psychologisches Prinzip. Und das wendet man an auf alle, die man für manipulierbar hält. Also auf dich und dich und dich und auf dich, dich und auf mich und auf die Leute, die da vorne kommen. Die wissen das aber nicht. So wie eigentlich alle. Ziemlich normal. Guten Tag. Ja, Frösche kochen.
Also, und die Masse von nicht so irre intelligenten Leuten jetzt einfach mal ausgeschlossen. Aber Entschuldigung, ihr ganzen Psychologen und Experten da unten draußen in der Gesellschaft, ihr Superhirne, ihr ganzen Studierten, ihr Akademiker, ihr kennt solche Prinzipien doch, oder? Also wenn alle mitmachen, gehe ich davon aus, das bedeutet, Entschuldigung. Wenn alle mitmachen, dann gehe ich davon aus, das bedeutet, ihr habt eure Zustimmung gegeben, nicht wahr? Also das, was wir in den Videos über Handelsrecht besprochen haben, wenn ihr nicht widersprecht, dann ist eure Zustimmung konkludent. Also ihr habt zugestimmt, ihr stimmt die ganze Zeit zu, ihr macht nichts anderes als zuzustimmen. Und genau deswegen ist Souveränität für so Leute wie mich auch echt einsam. Ganz einsam. Ah, warte, da hinten sind, glaube ich, Leute. Nee, denke ich oft so. Das denke ich echt oft. Oh, ich glaube, da kommt einer. Nö, ich bleib weiter allein. Ich bin echt total ein netter Mensch. So. Also ich bin immer total freundlich und höflich. Aber ich muss es jetzt auch mal sagen, ihr geht mir echt auf die Nerven mit eurer Unselbstständigkeit. Kann ja sein, dass ich jetzt dich vielleicht gerade gar nicht meine, aber wenn ich mich so umgucke, kann ich jetzt so viele falsche Leute gar nicht ansprechen eigentlich, glaube ich. Fürchte ich. Schade. Hier, das Mischwaldprogramm der Berliner Forsten. Unsinn. Da steht ein Zaun mitten im Wald. Ja, ja, ein Zaun mitten im Wald. Seht ihr den Zaun mitten im Wald? Was soll der Zaun hier? Die Bäume müssen geschützt werden vor den bösen Rehen und vor den bösen Menschen. Ach, es ist halt witzig. Ihr findet das alles ganz normal. Ihr findet das vielleicht auch nicht alle ganz normal. Die Mehrheit findet das alles ganz normal, dass es Leute gibt, die sich verantwortlich fühlen für andere, für Wesen und Sachen, also für alles. Hier, da muss auch ein Zaun drum. Ihr findet das normal. Hat Gott einen Zaun um seine Schöpfung gemacht? Hat er halt nicht nötig. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen mit Gott und der Schöpfung und dem Zaun? Ach so, genau. Ihr haltet das tatsächlich für total normal. Da muss ich ja schon immer lachen. Die meisten halten es für total normal, dass sie alle 4 Jahre irgendwo hingehen und so ein Kreuz auf den Zettel machen. Und damit geben sie irgendwem anders für 4 Jahre das Recht, jede einzelne Entscheidung in ihrem Namen zu treffen. Wow. Das ist ja eigentlich schon ganz schön geisteskrank, oder? Kann man seine Verantwortung für sowas tatsächlich übergeben? Guten Tag. Sowas kann man ja nicht übergeben. Also, das meine ich ja mit dem Souverän, das ist sehr einsam. Du kannst deine Verantwortung nicht übergeben. Du kannst nicht alle 4 Jahre irgendwo ein Kreuzchen machen und dann geht jemand anders und entscheidet für dich. Wer davon auch nur ausgeht, dass dieses System irgendwie funktionieren könnte. Also an der Stelle, wo das zur Normalität wurde, da hat der Mensch seine Freiheit und Souveränität einfach freiwillig aufgegeben. Man könnte nicht mal sagen verloren. Freiwillig hergegeben.
ja, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ein Reh einen Baum anfrisst oder so. Ich brauche jemanden, der für mich Zäune überall hinstellt. Hier, also mache ich ein Kreuz. Vielleicht wird aus meinem Kreuz, wenn ich nur viele Jahre, mein Leben lang immer Kreuze mache, dann wird das auch wie so ein Jägerzaun. Da bin ich geschützt. Naja, Wurst. Also, mir friert langsam die Hand ab vom Film. Ich zeige euch gleich nochmal den See. Da laufe ich nämlich gerade hin. Ich hoffe, der ist gar nicht mehr flüssig, aber mal gucken. Naja, also, wir sehen uns gleich nochmal. Und wenn es drinnen warm ist, erzähle ich noch mehr. Jetzt Hände in die Taschen und mal Nase putzen. Oh, wie gesagt. Oh Mann, wir sind am See. Hier stürmt's mächtig. Das ist endlich mal Wind. Hört ihr mich überhaupt? Genau das richtige Wetter für so eine richtig schön heiße Froschsuppe. Ist diesem Video jetzt überhaupt noch irgendwas hinzuzufügen? Das war jetzt so herrlich 11 Minuten 11 lang. Und eigentlich war ja alles gesagt. Naja, alles bis halt auf so ein kleines Update. Also, erstens, woran arbeite ich gerade? Ich arbeite jetzt gerade an einer Videoreihe. Ich übersetze alle meine alten Videos oder ich drehe die gerade alle nochmal neu. Meine ganzen englischen Videos hier von dem Kanal mache ich jetzt nochmal auf Deutsch. Und in diesen Videos geht es um die 7 hermetischen Gesetze. Und die habe ich persönlich genutzt, um zu meiner Souveränität und Selbstständigkeit zu gelangen. Die 7 hermetischen Gesetze, das ist so uralte Weisheit, werdet ihr alles in dieser Videoreihe erfahren. Und die kann man meiner Meinung nach nämlich nutzen. Also die kann jeder nutzen und für überhaupt alles. Also vor allem zum Erreichen all deiner Ziele, Träume, Visionen, was auch immer. Also eben zum Beispiel auch zur Souveränität. Ja, das ist die Videoreihe, an der ich arbeite. Was gibt's noch zu sagen? Eure Spenden finanzieren inzwischen noch eine weitere Therapie für jemanden aus dem Club der Lebendigen. Herzlichen Dank. Im Namen von mir, der Therapeutin und der Lebendigen. Das hätte ich jetzt fast vergessen zu sagen. Und die Lebendige, die gerade die Therapie bezahlt bekommt, die würde euch allen auch sehr gerne demnächst mal eine Geschichte erzählen. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte, muss ich sagen. Da geht es um eine Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft. Und um eine Staatsanwaltschaft, die eine Mordanzeige irgendwie einfach so fallen lässt. Ziemlich interessante Geschichte. Ja, genau. Sobald sie dazu bereit ist, darüber zu sprechen, werden wir das selbstverständlich tun. Danke für eure Unterstützung. Ihr macht sowas möglich. Ihr öffnet hier gerade Räume für Menschen, die bisher unsichtbar sind. Dankeschön. Also wirklich, ich habe ja auch so ein bisschen so eine Kamerapersona und es fällt mir schwer. Wartet mal. Ich will jetzt ganz echt, ehrlich, echt Maike sein. Dankeschön. Das ist schwierig, weil ihr halt eine Kamera gerade seid und keine Menschen. Aber ich danke euch. Warte, ich stelle mir euch alle mal vor. Danke. So, echter wird's heute nicht mehr. So, was bleibt jetzt noch zu sagen? Das Übliche. Ab durch die Angst, ins Vergnügen. Bam.